Beans oder Pizza? Jelly Beans oder Pizza? Jelly Beans oder Pizza? Jelly Beans oder Pizza? Jelly Beans oder Pizza? Tja, Digga, ich würde sagen, du hast verkackt. Gegen Pizza kommst du nicht an. Schön Dreierpack Aldi. Nein, Lidl. Schön Dreierpack Lidl Pizza. Läuft. Sehr geil. Moin moin, ihr YouTube-Atzen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen, aber feinen Liquid Clip. Na, wie immer, Jelly Beans Traube, Freunde. Jelly Beans Traube sieht in dem Falle so aus. Schöne rote Flaschen, finde ich eigentlich ganz geil. Ne? Wenn die Kamera das macht, was ich möchte. 75% VG und 25% PG. Ne? Das Ganze ist natürlich so ein bisschen überaromatisiert. Ihr müsst halt noch einen Shot drauf kippen oder halt Base. Ne? Ganz klar, so wie das eigentlich so normal ist bei den Shake & Vape-Gedönse heutzutage. Shake & Vape? Ja, Shake & Vape. Irgendeiner hat sich das, glaube ich, sogar patentieren lassen oder sowas. Diesen Shake & Vape-Satz oder wie auch immer. Irgendwas habe ich da mal gehört. Ob das unbedingt stimmt, keine Ahnung. So, ihr kennt das aber von mir. Ich bin halt nicht so der Traumguru, ne? Ich bin halt echt gespannt, ob das eventuell so schön fetzt. Ne? Das wäre auf jeden Fall mal geil. Dann könnte ich auch mal sagen, so Leute, ich dampfe jetzt auch mal eine Runde Traube. Wer weiß, also ich habe bis jetzt noch keine Traube gehabt, die mich irgendwie mitgerissen hat. Vielleicht ist es aber auch einfach so dieser ganz normale Traubengeschmack, der mir halt einfach nicht wirklich so zusagt. Kann natürlich Sinn. Ich bin da jetzt echt gespannt, weil diese Jellybean-Reihe, es leuchtet blau, weil diese Jellybean-Reihe ist sehr durchtrieben, sag ich einfach mal, ne? Manche sind ultra süß, oder was heißt ultra süß? Manche sind schön intensiv süß. Ultra wäre ein bisschen hochgegriffen. Manche sind so relativ naturell irgendwie, wo noch ein bisschen mehr Sweetener rein könnte. An sich gar nicht so verkehrt. Also das sind eigentlich so Dinger, die kann man öfters mal dampfen. Deswegen bin ich halt jetzt gespannt, was dieses Traube so mit meinen Geschmacksnerven anrichtet. Ne? Zack und zack. Das Ganze hier auf meiner Chaos-Box, ne, die ist komplett durchsichtig. Ne, da hinten sieht man halt meine scheiß Akkus. Hätte ich können vielleicht fürs Video auch einfach mal schön folierte Akkus reinmachen können. Ne? Ja, aber die liegen da gerade im Charger, die sind nämlich leer. Leider Gottes. So, ich probiere jetzt mal. Bin schon ganz gespannt. Als Traumliebhaber. Swifty! Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall fresh, Leute. Also das hätte ich jetzt. Bin gerade so ein bisschen verwundert. Also es ist die Süße drin von dem. Was war das nochmal? Wassermelone. Von dem Wassermelone. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon mal gedampft. Das wäre auf jeden Fall cool. Dann weiß die Person, was ich meine. In dem Wassermelone ist nämlich so eine richtig geile, oh ja, ich habe hier so ein Messer rumliegen, das spiele ich gerade nebenbei mit, ich bin auch bescheuert. In die Wassermelone ist so eine richtig geile Süße drin, die ist nicht so pappig, die ist aber auch nicht so wenig, die ist genau richtig, so richtig, oh, so eine vollmundige Süße, man kann das ganz, ganz schwer erklären, aber es ist wirklich so der i-Tüpfelchen für ein Liquid. Und genauso ist es bei der Traube jetzt auch, also ihr kennt das ja aus Vergangenheit, wie ich eigentlich immer so über Trauben oder Traubenliquids gesprochen habe. Ich sag mal so Trauben, wie heißt das nochmal, Traubenbrause und so ein Scheißdreck, das geht mir halt nicht so ab. Das hier ist aber mit dieser geilen Süße aus diesem Wassermelone, geht mir das gerade richtig gut bei, ohne Scheiß. Ich denke mal, das wird die erste Traubenflasche sein, die ich kill. Also ihr habt da natürlich auch einen intensiven Traubengeschmack drin, der mir aber jetzt persönlich gerade nicht aufs Ei geht, ne? Weil ich bin, das ist nicht so meine Welt. Aber da mit dieser Verbindung von diesem richtig geilen Süße, voll die gute Deutsch heute, in der Verbindung mit dieser richtig geilen Süße, wird das zu einem super tollen, vollmundig runden Liquid. Hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte echt Schlechteres erwartet von Traube. Ohne Scheiß. An der Stelle, Freunde, Top Rocker, definitiv Wassermelone und Traube. Habe ich auch noch nie auf meinem Kanal gesagt, dass Traube in irgendeiner Line Top Rocker ist. Ohne Scheiß. Krasser Shit.
Jetzt bin ich gerade so ein bisschen geflasht. Werd jetzt gleich erstmal ein bisschen rübersteppen und meiner Frau das mal unter die Nase reiben. Die soll das mal probieren. Die isst ja gerne Trauben. Denn ich habe diese Liquids aus dieser kompletten Reihe vorher nicht gedampft. Die sind alle gar das erste Mal in den Videos probiert worden. Nur, dass ihr es wisst. An der Stelle, Freunde, wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir lieben gerne ein Like oder Abo da. Und haut mal in die Kommis rein, was ihr gerne sehen würdet oder so. Keine Ahnung, jetzt nicht unbedingt tausende von Liquids da reinschreiben. Vielleicht ist ja irgend so ein Füchschen von euch da irgendwie dabei, der eine fette Idee hat, was wir mal so starten könnten oder ein cooles Format oder keine Ahnung. Haut einfach raus, was ihr denkt, haut einfach raus, was euch in den Kopf kommt, schießt mal raus und ich guck mal, was man da so machen kann, Freunde. Und ihr könnt mal gucken, ob ihr irgendwie für mich Sticker klar gemacht kriegt. Nur wenn ihr die nicht braucht, natürlich, Freunde. Ich gebe euch da einen Obolus dafür oder so, irgendwas. Ne? Wir werden uns da schon einig. Schreibt mich einfach an. Ich brauche ungefähr so noch 2000 Stück. An der Stelle, Freunde, stay true, join the Vapes Out of Life und Jelly the Beans.